jetzt geht's los. Es geht los. Hoffentlich geht alles gut. Ach, es geht los. Auf in den Urlaub. In den ersten 2021. Unser erstes Ziel ist heute das Schlupfloch. We'll be right back.
Doch, da wirst du schön das dran haben. Ja, Prost. Eben. Prost. Und dann haben wir was zu lachen. Prost nochmal. Prost. Meine Nase. Herzlich willkommen, liebe Videofreunde. Ja, nur wird es ja mal endlich Zeit, dass wir uns melden. Wir sind ja schon jetzt den vierten Tag unterwegs. Wir sind am Mittwochnachmittag losgefahren. Donnerstag, Freitag, heute haben wir Samstag. Ja, heute haben wir Samstag. Also, unsere erste Tour ging ins Schlupfloch, wo wir ja öfter schon mal Zwischenstopp gemacht haben, immer in Richtung Süden fahren, ne, zum Gerhard. Und ja, der hat uns mit vorzüglichem Essen verwöhnt. Und wir haben dann noch draußen mit ein paar Geimpften zusammengesessen. Geimpften, ja. Und hatten einen schönen, am nächsten Tag auch anstrengenden Abend. Also wir sind ein bisschen versumpft an diesem Tag, aber es war so schön, ne? Ja. War schön mal mit zu quatschen mit anderen Leuten und es hat Spaß gemacht, wirklich. Naja, nächsten Tag war das Wetter dann nicht so schön und wir sind ja dann weitergefahren Richtung Schweiz und haben uns dann wieder mal einen Tag auferlegt mit, ja, ich würde mal sagen, das war schon am Abend dann doch recht stressig gewesen, ne? Aber auch ein bisschen unsere Schuld, weil wir sind losgefahren und sind dann Richtung Lindau, Bodensee und dann Bregenz. Und dann habe ich mir den Ort noch aufgeschrieben, Dornbirn gefahren. Und zwar sind wir deshalb da lang gefahren, weil wir wollten das kleine Stückchen 20 Kilometer Autobahn keine Maut bezahlen. Da haben wir gedacht, Mensch, dann für die 20 Kilometer Maut bezahlen. Aber dann haben wir es ganz dicke gebracht. Das ist wieder so typisch Württeles. Wir sind dann durch diese Orte gefahren, Bregenz und Dornbirn, und das hat sich gezogen wie Kaugummi. Mittlerweile war es dann schon 18 Uhr bald
Und dann hatten wir angerufen auf dem Campingplatz, auf dem ersten an dem Klöntaler See. Der hatte schon mal nichts. Ja. Und dann haben wir irgendwann angerufen noch auf dem zweiten Campingplatz, den es am Ende des Sees gibt. Und da hätten wir kommen können oder durften wir kommen. Und die hatten bis 20 Uhr offen. Und da haben wir gesagt, dann müssen wir gucken, ob wir das schaffen. Ja, dann haben sie gesagt, dann müssten sie sich halt mal eine Nacht so überbrücken bis zum nächsten Tag. Gut. Und dann sind wir halt gefahren durch die Schweiz und gefahren und gefahren und gefahren. Und wir hatten kein Internetempfang. Null. Also erstmal sind wir durch Österreich gefahren. Ah, ja, das Beste habe ich ja noch verpasst. Scheiße. Dann sind wir durch diese Ortschaften gefahren und das hat sich gezogen und gezogen. Und dann habe ich gesagt, ey, jetzt ist Schluss. Jetzt fahren wir auf die Autobahn und jetzt zahlen wir halt noch für das Stück Österreich und egal. Das haben wir auch gemacht. Haben uns dann eine Vignette geholt an der Tankstelle. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Ort hieß. Keine Ahnung. Und da haben wir uns für die Schweiz gleich eine gekauft und für Österreich. Kannst du ja mal erzählen, wie weit wir gefahren sind auf der Autobahn. 3 Kilometer. Sind die erste Auffahrt auf die Autobahn. Und dann sagte das Navi, nach 2 Kilometer in 1000 Meter fahren sie von der Autobahn ab. So. Und so war das. Da musstest du dann runter. Das sind nur 3 Kilometer. Mit einer 10-Tages-Vignette von den Österreichern. Am liebsten wäre ich noch durch ganz Österreich gefahren, wenn ich das gesehen habe. Aber egal, es war so. Und das Bekloppteste war noch dabei, auf dem Stück, da war noch nicht mal eine Kamera, die gefilmt hat. Also man hätte es einfach fahren sollen. Aber gut, wir wussten es nicht. Man hätte vielleicht mal vorher auf die Karte gucken sollen. Ja. Die 3 Kilometer haben uns 10 Euro gekostet. Ja. Wo wir ja vorher für 20 sparen wollten. Und dann sind wir ja auch durch diese ganzen Städte durch und die sich gezogen haben. Und ja. 1000 Ampeln und oh Gott im Himmel, ey. Und dann am Ende fahren wir für die letzte Auffahrt, zahlen wir dann die Vignette. Also das ist so bekloppt, muss man sein, aber das passt zu uns. Das ist halt einfach so. Naja, auf jeden Fall sind wir dann in die Schweiz gekommen und hatten null Internetempfang. Nix, nada, null. Weder Michael noch ich. Naja, und dann mussten wir uns irgendwie so durchfuchsen, bis wir da mal zu diesem See gekommen sind mit Karte und so, ne? Ja. Und sind wir angekommen an dem See. Das ist auch eine ganz, ganz, ganz enge Passstraße. Oder wie sagt man Passstraße? Ist das nicht? Doch, das ist ein Pass. Ist ein Pass, ja. Das geht dann weiter über ja. den Pass drüber. Also es ist eine ganz, ganz enge Straße und wir sind angekommen 10 Minuten nach 20 Uhr. Ja. War aber nicht schlimm? Nee, war sogar im Nachhinein gut. Ja. Weil wir haben dann war ein Restaurant, das hatte natürlich zu und da auf dem Parkplatz konnte man wunderbar stehen. Ja, der Parkplatz ist ein öffentlicher, also ja. Der gehört nicht zu dem Restaurant, das ist ein öffentlicher Parkplatz. Ja, genau. Und, da und zwischen 8 und 9 Uhr musst du nichts, also 20 und 9 Uhr musst ja, du nichts bezahlen. Da kannst du dich für lau hinstellen, ja, da stehst du wunderbar, stehst ja, genauso gut wie auf dem. Genau. Und wenn du tagsüber musst du halt 7,50 Franken bezahlen, wenn du tagsüber stehst, aber für die Nacht kostet es nichts. Dann haben wir uns da hingestellt. Ja, und es war so herrlich. Und es war an sich schon ein Unterschied zu dem Campingplatz. Weil die war am nächsten Morgen, weil es war nichts zu machen mit unserem Internet. Und da hatten wir uns schon drüber unterhalten, ob die Schweiz in diesem EU-Verbund damit eingegliedert ist, in dem Roaming. Ich habe mir das schon gedacht, dass man eine Karte. Weil ich war der Meinung, die Schweiz gehört dazu, wie Norwegen auch und wie Liechtenstein und noch irgendein Land, was weiß ich. Und dann haben wir herausgefunden, das war nicht so. Also die Schweiz gehört nicht dazu. Du brauchst, wenn du Roaming hier machst, also für unseren Provider auf jeden Fall, wird es sehr teuer. Gott sei Dank hat das nicht geklappt, sonst hätte das den Urlaub schon mal gleich. Ja, es ist gut, dass die das wirklich dann ausschalten. Ne? Also das war wirklich gut gewesen. Und wir haben uns aber wirklich gewundert, weil ich sagte schon zu Michael, vielleicht braucht man doch hier irgendwo in der Schweiz eine Karte. Und Michael, also nee, haben wir damals auch irgendwie nicht gehabt. Ich bin auch der Meinung, wir hätten das vor ein paar Jahren nicht gebraucht. Kann ja sein, dass es vielleicht vor ein paar Jahren anders gewesen ist. Ich bin ziemlich, aber egal. Naja, aber ist egal, wir wollten unbedingt WLAN haben, weil ich muss irgendwie erreichbar sein. Ich muss erreichbar sein für meine Mutter. Es ist einfach so. Nicht nur per Telefon, das ging ja Gott sei Dank, ja. Aber eben auch per SMS, per WhatsApp. Und so war das auch die Pflegekraft, die meine Mutter jetzt pflegt. Wir sind immer in Verbindung.
Und das brauchte ich unbedingt. Da hatte ich keine Ruhe gehabt. Und dann sind wir am nächsten Tag da, also erstmal zurück nochmal am Abend, wo wir angekommen sind, um 8, da sind wir noch einen schönen Spaziergang haben wir da noch gemacht. Ne, das war total schön. Also auch wirklich sehr idyllisch dort, sehr, sehr schön. Und dann haben wir schön gegessen und am Abend und am nächsten Morgen sind wir dann gleich rübergefahren zum Campingplatz. Haben noch mal ein bisschen die Morgenstimmung eingefangen. Wir waren zeitig wach, um 6 Uhr schon. Michael hatte versucht, noch mal mit der Drohne ein paar Aufnahmen zu machen. Die sind leider nichts geworden, die waren alle zu hell. Aber ich habe noch so ein bisschen Fotos wenigstens gemacht von dem Morgen. Es war eine so wunderbare, schöne Stimmung gewesen mit wunderbarem Licht und Ruhe. Nur die Vögel haben gezwitschert und es war also richtig, wirklich schön. Und um 9 Uhr sind wir gleich rübergefahren und dann sagte Michael, ja, das kannst du ja mal jetzt erzählen, ich war ja nicht da drin. Ich habe dann gefragt, ob sie einen Platz haben. Ja, Platz haben sie, sag ich. Und haben sie WLAN? Nee, sagt sie, ja, weder WLAN noch Strom. Also das gibt's da nicht. Puh, also eine Nacht haben wir jetzt schon mal gestanden, um sich dann noch mal ein Stück fahren, um die Batterien wieder vollzuladen, aber WLAN. Also zurück gefragt, wollen wir das machen? Machen wir? Nee, wir fahren jetzt erstmal, haben wir gesagt, wir fahren jetzt erstmal zurück da in das Städtchen. Ja, Klarus. Und gucken mal, ob es Alternativen gibt oder was, wo wir da Empfang haben, weil wir immer noch nicht sicher waren, dass das nicht doch nur an dem schlechten Empfang liegt. Und dann sind wir da zurückgefahren, ja, da gefrühstückt noch. Und dann, ja, also egal, wir besorgen uns jetzt eine Karte, eine Daten, so eine Prepaid-Datenkarte von der Schweiz, weil ich habe noch ein Ersatztelefon dabei, ja, dann machen wir die rein. Und dann wird ja, dann haben wir erstmal rausgefunden, dass wir eine brauchen. Das hattest du dann per 1&1, hast du angerufen? Ja, ich hatte bei 1&1 angerufen und die haben gesagt, ja, das ist, das soll ich bloß nicht einschalten, das wird extrem teuer. Und dann haben wir gesagt, okay, dann brauchen wir so eine Karte und haben die dann auch besorgt und das ist sogar recht günstig. Das ist pro Tag, habe ich umgerechnet, 1 Euro kostet das Ding. Angeblich unbegrenzter Zugang zum Internet, ja, aber das schnelle Internet, ich glaube, das ist 1 GB und dann ist Feierabend, dann wirst du runter. Aber das reicht, um eine E-Mail. Ist ja nur für Netflix. Ja, dafür reicht das und kostet pro Tag 1 Euro. Gut war. Naja, dann haben wir jetzt für 3, wie viele Tage hast du gekauft? 19, ne? Naja, du bezahlst 20 Euro oder 20 Schweizer Franken Einrichtungsgebühr, da ist allerdings das schon als Guthaben mit dabei. So, dann haben wir jetzt also für 20 Tage haben wir das Handy, das jetzt auf Daten funktioniert und dann kann man das online nachladen, also das ist kein Problem. Genau, und dann haben wir da noch geguckt, wo wir dann hinfahren könnten, weil wir dann überlegt haben, naja, ohne Strom, es ist immer, wir sind noch nicht ganz so ausgerüstet, dass wir irgendwie ganz autark sein können und dann... Ja, eine Nacht geht. Aber ja, natürlich, aber hatten wir ja dann schon eine Nacht und dann nochmal in das Tal reinfahren, weil die Straße war schon auch sehr speziell, muss man sagen. Also dann haben wir überlegt, gucken wir noch woanders und ich hatte im Internet irgendwie gelesen, Engelberg wäre auch sehr schön und dann haben wir da geguckt und angerufen hier auf dem Campingplatz. Die hatten noch was frei. Ja. Und dann sind wir hierher gefahren und da sind wir jetzt seit gestern und bleiben noch bis Montag, weil wir erst auch mal ankommen mussten. Also ich war und bin immer noch auch fix und fertig und habe auch wieder Rücken. Also wir haben ja eine Matratze bestellt bei G&S. Das sind ja die... ja, die für den Malibu und Cataro überhaupt Ausstattungen machen, auch Polster, Möbel etc. und so, ne? Und die wollten das eigentlich nicht machen, weil sie gesagt haben, man muss da Probe liegen und ja, wir hatten keine Möglichkeit, nach Kaiserslautern zu fahren, von Cottbus aus, also es wäre überhaupt nicht möglich gewesen. Und dann haben wir gebeten, ob sie uns eben eine ganz weiche Matratze schicken können für mich und ja, das Problem war aber, dass wir auf dem Auftrag, auf dem ersten Auftrag, auf der Auftragsbestätigung stand hart oben, harte Matratze. Und da haben wir gleich angerufen, nee, das ist verkehrt. Ja, er hätte das schon geändert, er hat das selber gesehen. Dann kam die Matratze und dann haben wir festgestellt, so viel anders als die andere Matratze ist er auch nicht.
Na gut, es kann aber sein, dass es trotzdem... Kann natürlich sein, dass es ein anderes Material ist, aber für mich ist es immer noch zu hart. Nein, nur hatte ich wieder mal die ersten Tage richtig Probleme gehabt. Und nun müssen wir hoffen, dass es besser wird. Weil Michael hat gesagt, er ist ja ab und an mal arbeiten da in Kaiserslautern. Irgendwann wird er mal dahin fahren und da Probeliegen machen und vergleichen, was das für eine Matratze ist. Weil, also sie ist nicht viel anders von der Härte her als die andere, die wir hatten. Da wird auch nicht viel machbar sein, weil die sind ja nur so dick. Deswegen, da kannst du, wenn du die zu weich machst, liegst du unten auf dem Lattenrost. Hm. Ich denke mal, das wird Ende Gelände. Keine Ahnung, auf jeden Fall brauche ich wieder mal erst, glaube ich, ein paar Tage, um mich hier einzuliegen. Und wir waren auch erschöpft von der Arbeit, von allem Packen, Pflegekraft einarbeiten. Oh. Es braucht nur erst mal 2 Tage, um heute haben wir mal wirklich nichts gemacht. Ne? Gar nichts. Wir waren nicht mal groß wandern gewesen, gar nichts heute. Wir haben einfach nur mal den Tag sein lassen und das war auch gut so. Ja, der Campingplatz hier in Engelberg, der ist nicht wirklich preisgünstig, aber er ist schön. Ja. Man kann Brötchenservice haben. Wir stehen auch gleich an den sanitären Anlagen, die wir ja nicht brauchen, aber ist optimal. Und da gibt es auch Michael sagte gerade, eine Gefriertruhe, da kann man sein Zeug reinlegen. Nee, offiziell nicht. Steht drauf, nur für Kühlbehälter. Aber ist mir jetzt scheißegal. Ach so. Ja, keine Lebensmittel und Getränke steht dran. Naja, die werden es überleben. War eh leer, das Ding. Ach so, ich habe gedacht, das ist für die Leute hier. Hm. Also gibt's nicht. Ja, gibt es nicht mit Anführungsstrichen. Naja, gut. Also auf jeden Fall, aber ist der Platz wunderbar für Kinder auch, für Familien. Also hier ist ein super schöner Kinderspielplatz. Ja, wer Golf spielen will. Nebendran ein großer Golfplatz, schöner. Ja. Auch wunderschön gelegen auch. Ne? Also der Campingplatz ist auch toll gelegen. Hat 5 Schweizer Sterne. Ja. Campingplatz und lässt sich das auch. Du hast eine eigene Wasserstelle, du hast einen eigenen Abfluss hier, musst du dann natürlich mit Schüssel oder so ablassen, ne? Aber du hast die Möglichkeit, du brauchst nirgendwo hin, wunderbar, Toilette entleeren ist gleich 5 Meter weiter. Ja, je nachdem, wo du stehst. Wo du stehst, ja. Jetzt für uns ist es gut, ne? Und also ist wirklich, wirklich ein schöner Platz hier, auch ein schönes Örtchen, Engelberg. Engelberg, ja. Aber wir waren jetzt heute nicht im Örtchen, weil wir gesagt haben, einen Tag mal wirklich nur. Naja, wir wollten ja, hätten uns ja das Kloster gerne mal angeguckt, ja. Aber das ist zurzeit noch zu, das nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Es gibt in dem Kloster noch eine Käserei, eine Schaukäserei, die man sich angucken kann, aber mehr hatte heute keine Lust. Wir hatten einfach keine Lust. Nee. Heute. Wir wollten einfach mal einen Tag ruhig sein. Ja. Und jetzt bleiben wir morgen noch hier. Morgen wollen wir mal eine Wanderung ein bisschen noch ins Tal reinmachen, da, ne, hinterhin mit dem Hund. Und am Montag haben wir dann geplant, jetzt nach, oh Gott, wie heißt Lauterbrunnen, heißt das Tal. Nee, so heißt das Städtchen, was da drin ist. Lauterbrunnen, aber es heißt auch irgendwie. Da ist auf jeden Fall dieses kleine Dorf Murren, ja. Was du nur mit der Seilbahn erreichen kannst. Das ist so ein Bergdorf, was man nur, genau. Ja. Aber Lauterbrunnen ist der, glaube ich, der größere Ort. Richtig. Muss noch mal genau gucken. Und da wollen wir jetzt hinfahren, bis hinten ans Tal auf den Campingplatz. Ja, muss man gucken. Riffli oder so heißt der, ne? Riffli, glaube ich. Riffli. Ja. Wollen wir gucken, ob wir da einen Platz bekommen. Und wollen dort ein bisschen wandern gehen und uns das mal anschauen. Ne? Und dann haben wir noch nicht ganz weiter geplant. Was wir dann zunächst machen. Wir wollen auf jeden Fall gerne nochmal, also auf jeden Fall nochmal das Matterhorn. Also das hat mich damals so beeindruckt, wo wir vor 6 Jahren da waren. Wir sind sogar schon 7 Jahre, 2014. Ich weiß es nicht. Ja, 2014 waren wir in der Schweiz. 7 Jahre sind das schon her. Da war ich so begeistert von dem Matterhorn. Da sind wir die eine Bergbahn hoch zum Matterhorn. Es gibt ja 2, ich weiß nicht mehr, wie die hieß. Schwarz? Eine nennt sich Matterhorn Express. Ich nehme an, dass wir mit dem Ding gefahren sind. Und dann gibt es noch eine, die geht aber zu dem Schwarzsee, diese Matterhorn Express. Ja, da waren wir. Das ist ja klein. Und dann gibt es noch mal eine andere Bahn, die geht zum größeren See hin. Da. Ja, und die wollen wir dieses Mal nehmen, weil das letzte Mal waren wir eben an diesem Schwarzsee gewesen.
Und wir sind die... Das ist doch auch okay, Matze. Wir waren da in Zermatt. Und jedenfalls haben wir uns so umgeguckt, ja, wo das Matterhorn jetzt ist, war nichts zu sehen. Also, und dann war irgendwo auf so einer Bergkuppe, haben wir gedacht, dass so eine Bergspitze das Matterhorn ist. Ja, das hing bei ihren Wolken zu der Zeit. Ja, Moment, warte mal ab, dann nimm doch nicht gleich alles vorweg. Ja, und jedenfalls haben wir so auf einer Bergspitze so gesehen, haben wir gedacht, das ist das Matterhorn. Und dann haben wir uns schon gewundert, wieso wir in die andere Richtung laufen mussten, zur Bergbahn. Wie kommen wir denn da drüben hin auf... Haben wir nicht verstanden. Wir sitzen, das war so geil, wir sitzen in dieser Gondel und in dem Moment reißen die Wolken auf und das Matterhorn in seiner wirklich ganzen Pracht und Riesengröße stand dann vor uns sozusagen. Wir waren sowas von perplex. Damit haben wir überhaupt nicht gerechnet. Das war null zu sehen, weil es in den Wolken hing. Ja. Und wir sitzen in dieser Gondel und fahren direkt an diesem riesengroßen Berg letztendlich vorbei. Also es war so beeindruckend, so irre, so toll. Damit haben wir überhaupt nicht gerechnet. Und ja, da habe ich gedacht, das wollen wir uns nochmal antun. Ne? Das war echt schön. Also ja. Das hat uns echt beeindruckt, Matterhorn, wirklich. Naja, und das haben wir noch vor. Und ja, und dann lassen wir uns einfach treiben. Wir haben ja jetzt noch knapp 3 Wochen Zeit, also... Das war jetzt mal unser erstes Update und ihr hört dann wieder von uns. Ich habe euch ja gesagt, ich mache im Urlaub jetzt nicht so viele Videos. Ich mache das dann auch wahrscheinlich mehr zu Hause, weil ich dann auch abends mal Ruhe und Zeit habe. Und hier musst du immer gucken, wo du WLAN hast und mit Hochland. Den Stress will ich mir überhaupt nicht antun. Das machen wir dann schön nach und nach. Und aber unsere ersten Tage wollten wir euch mal zumindest schon mal berichten, wie wir hier angekommen sind. Ja. Haben wir uns mal ein Weinschörchen gegönnt und Michael ein Bierchen. Prösterchen nochmal auf unseren Urlaub, auf die nächsten 3 Wochen Schweiz. Ja. Grüezi. Grüezi, genau. Nicht mehr. Doch. Macht's gut, bis zum nächsten Video. Tschüss. Ciao.